Wir sind online, okay, dann starten wir. Herzlich willkommen zum digitalen Live-Fan-Talk hier aus der Volkswagenhalle Braunschweig. Nach der Partie Basketball in Braunschweig gegen Bayern München, 79-94 am Ende. Wie ihr seht, heute nicht Nils und Nils, sondern Kostas und Nils. Ich freue mich, dass ich unseren Assistant-Coach mal hier habe, Kostas Papazoglou, der hier bei uns ist. Mit dem sprechen wir jetzt ein bisschen über das Spiel, ehe wir die beiden Spieler heute zum Fan-Talk begrüßen. Gavin und Benedikt werden das dann sein. Kostas, at first, how is it to be back after such a long time? You were here eight seasons before, and then you came back last summer. Perhaps you describe a bit how it was to be back after this 8 years. First of all, thank you very much. I'm really happy to be with you again in the Fan Talk. Unfortunately, I used to be in Fan Talks downstairs with a lot of fun. Unfortunately, we have to been through these tough situations, and I hope. Yeah. So, regarding being back to Braunschweig, for sure, I'm very happy that I'm being back. I had a good season here. I enjoyed the season here. I like the city. So, I'm happy to be back for sure and back to one good league that I really enjoy to be a part of it. Also, I have my wife here, my dog is here, everybody is happy. It's important for me that they also feel comfortable here, so I feel the same. Kostas, let's take a look at the game. Yes. 15 points, I think when we see the stats, so this is okay, and I think we saw a good game of our team. It was close at some times, then Bayern started to run even every time we came close. What do you think about the game, the whole game? For sure, playing against this kind of teams, from my experience, this goes a lot with how they will be. Mm-hmm. The difference of the level is very, very high, very, very big, so it has to do a lot with them. Bayern, mm-hmm. Alba, or this kind of teams, Olympiakos, Panathinaikos. I had the feeling that Bayern started the game strong, and they wanted not to have any bad moments here, yeah. And this is a show of respect, and actually mm-hmm. I like. Yeah. Regarding us now, I feel that we have the same problem from the beginning of the season, and for sure, me, Pete, for sure, we don't like so much the way we started the games, no matter if it's Bayern or mm-hmm. if it's, mm-hmm. I don't mm-hmm. want to say any mm-hmm. team, to underestimate any team, but let's say the lowest team in the rankings. For sure, we need to find a way to start the games better, mm-hmm. With higher intensity and with less turnovers. Because what mm-hmm. happened again today is that we had very, very bad one-on-one defense on one part. And on the second part, we have something that we usually have the first halves, I think 8 turnovers. Mm-hmm. Mm-hmm. So this brings a lot of frustration to an inexperienced team like us, mm-hmm. and less possessions. And for sure, those less possessions and frustration against teams like Bayern, it's even bigger. Okay. That was today's game, but I think at the end it was not bad. 15 points, so this is okay. You told about the beginning of the game that it has to be improved. Let's take a look back to the NBC game, which was much more important for us. Mm-hmm. Wir gucken nochmal aufs NBC-Spiel, was natürlich noch viel wichtiger war. We won at the end, but you talked about the first half. The first half was difficult there too, and then we changed it in the second half. What to say about the NBC game? As I told before, I think mm-hmm. that we face this problem many times, and against the games that you need for sure the win or they have pressure, it's even more important not to start with this way, but it's good at least, and positive that coming out of the halftime and from the locker room, every time we saw a reaction, we have a reaction, and we find a way to come back. So this is what happened in NBC. Yeah. Garay was really, really important for the second half, and I need to talk about him, because a guy who is playing one half, 16 minutes, with 0 points and only one shot, yeah. And he has in the end plus 12, mm. For sure, this is the reason we won the game. And yeah. I could stay again on Garay, because it happened the same against Vekta. Mm-hmm. So the last two mm-hmm. wins in a row, he was very important defensively, because he gave us this, he set the tone actually for the others also to get up and yeah. be more aggressive. Yeah.
For sure, the second half it was much better. We are not happy with the way we reacted the last 2 minutes, obviously. Yeah. This is something that we can expect from a team, inexperienced team like us. Mm. But the good teams, inexperienced or not, young or old, then they learn from the mistakes when they win, not when they lose. Yep. So it's a very good, it was a very good opportunity to learn from the mistake. Okay, let's look at this crazy schedule, March and April, so many games. How do you survive through this as coach, as a team? Is there real practice between the games, mm-hmm. or how do you deal with the situation? Ich habe ihn gefragt, wie kommt man mit diesen ganzen Spielen klar? Im März, April, so viele Spiele, kann man überhaupt noch trainieren zwischendurch? Wie kommt das Team da durch? And even without Lucas now. Yes, one thing is that we had to do with two guarantees, and for sure for many people that they don't actually really know what professional sport is, to get out of a full 5-on-5 shape two times yeah. close to one each other, it feels like you need to make a new preparation, mm-hmm. a new precision. Mm-hmm. This is a big deal. This is a big deal. It's not something that we need to think like that. It's nothing. Yeah. One is this. Right now, this problem forced us to play the many games in these 2 months. How we deal? As a coach, for me, it doesn't matter if we play 1, 2, 3, or 5 games. I'm anyway working and talking and thinking about basketball most likely 24 hours, 7 days yeah. per week. So I don't really care. I like that I'm in the gym more. But for sure, we miss practices. Yeah. That's 100%. Right. Especially with our team, practices are helping the team. Yeah. Not so much the, I mean, games also helping the team, but we are a team that we need practices yeah. to practice specific weaknesses and tics offensively, defensively, so our structure can work easier. Yeah. As far as Luki, I want to talk about two players, actually. Yeah. Our team has one weakness. We lack a little of speed. We know mm-hmm. that. We try to deal with that, for sure, with bringing Arnas in the team. I think that we had more speed from the guards. Yeah. But missing Luki from the bigs, who gives us not only the shots and the leadership and yeah. the offensive strength, he gives us a lot of defensively. So mm-hmm. we miss, for sure, Luki's speed defensively. Yeah. And also, I need to tell about Bazou, because Bazou, in my opinion, is one of the best defenders in the league, mm-hmm. One-on-one mm-hmm. defense and pick-and-roll mm-hmm. defense. Mm-hmm. And when we miss them, when we miss him, we really miss his speed and his defense yeah. one-on-one. Kostas, nice thank to you. See you again, Nils. Nice to see you again. Thank you very much. Okay, reach. That's all. Hello. Benedikt. Dankeschön. Da bin ich Ecke. So. Ja, Kostas hat schon ausführlich erzählt, so wie ihn auch sicherlich kennt. Und okay, also zunächst mal, Benedikt, herzlich willkommen, dein erster Fan-Talk hier in Braunschweig. Schön, dich bei uns zu haben, gleich für 2,5 Jahre unterschrieben. Erste Frage an dich, wie bist du hier angekommen, wie bist du ins Team gekommen, wie fühlst du dich hier? Ja, ich bin super angekommen. War gut, dass dieser Nationalmannschaftsbreak war. Mhm. Da hatte ich ein bisschen Zeit, länger in das Team ja. anzukommen. Und ja, wie gesagt, viele Jungs kenne ich schon. Und wenn nicht persönlich, dann halt flüchtig, weil man hier auf dem Feld ist. Und ja, ich wurde sehr gut aufgenommen und fühle mich sehr wohl. Gavin, 15 Punkte heute, die Niederlage, ihr wart ein paar Mal nah dran, dann ist Bayern wieder weggezogen, du hast auch einen harten Job unterm Korb gehabt, mal wieder starke Gegner, Jalen Reynolds unter anderem. Wie hast du das Spiel heute empfunden? Ja, also wir haben das Spiel gut stark angefangen, wir haben gut mitgehalten, aber leider am Ende die tiefe Kader von Bayern hat uns so geschlagen und da hat uns ein bisschen Kraft gefehlt am Ende und das ist halt eine starke Euroleague-Mannschaft. Ja. Okay. Jungs, wie ist das für euch? Ich habe gerade schon Kostas gefragt, ihr habt jetzt so viele Spiele, März, April, insgesamt glaube ich 16 Spiele. Das ist ja auch nicht alltäglich für euch. Wie geht ihr als Team damit um? Habt ihr überhaupt noch richtige Teamtrainings? Oder wann kommt man mal so ein bisschen zur Ruhe? Wie empfindet ihr das? Oder mögt ihr das sogar so oft zu spielen? Benedikt, wer du erst? Ja, natürlich ist es für jeden Spieler schön, viel zu spielen und wenig zu trainieren. In der Situation, wo wir sind, ist es natürlich ein bisschen schwerer. Zwei Spieler ausgefallen, allgemein ein junges Team. Da, man muss trainieren, das ist einfach so.
Aber die Situation gibt es halt nicht her und wir versuchen das Beste daraus zu machen und auch von Spielen wie hier gegen München jetzt daraus zu lernen und besser umzusetzen. Okay, Gavin, von dir vielleicht, wie nimmst du die Situation wahr? Ja, also genau, also wenn man als Spieler mehr spielen kann als trainieren, ist es immer eine gute Sache. Und jetzt in diesem Monat, das Ende der Saison, haben wir jetzt viele Spiele in so einer kurzen Zeit. Ja. Und das ist, finde ich, gut. Okay. Ihr spielt beide auf der Center-Position. Wie denkt ihr, ergänzt ihr euch? Siehst du dich als Backup zu Gavin? Wie ist es für dich, einen neuen Center-Mitspieler zu haben? Gut, also im Training jetzt ist es besser für mich, weil ich gegen einen stärkeren Gegner trainieren kann und wir machen uns gegenseitig besser im Training jeden Tag und hoffentlich kann es einfach so weitergehen. Würde ich mich auch anschließen. Mhm. Gavin ist ein sehr, sehr starker Spieler. Ist für mich immer ganz gut, gegen starke Spieler zu spielen. Mhm. Gavin ist da auf jeden Fall eine starke Person. Ich bin vielleicht eher der wendigere, schnellere. Gavin ist der unter den Korb reinfährt und auch da unten stehen bleibt. Was auf jeden Fall gut für mich ist, so einen Spieler jeden Tag im Training zu haben und von ihm zu lernen. Ja. Okay, dann MBC-Spiel nochmal. Für dich besonders natürlich, gleich eines seiner ersten Spiele beim alten Verein, war ein krasses Spiel, sehr spannend gewesen, am Ende Gott sei Dank den Sieg geholt. Wie hast du das Spiel da gesehen und wie war es für dich, da den Sieg zu holen? Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir den Sieg geholt haben. Ja. Dass es jetzt in Weißenfels ist jetzt, macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Wie gesagt, ich habe eigentlich nur gute Erinnerungen an Weißenfels, deswegen ist es für mich ein Sieg wie jeder andere. Und dazu, dass es knapp wurde, wir haben es knapp gemacht, hätten es nicht knapp machen müssen, aber wir sind mit dem Sieg nach Hause gekommen und das ist wichtig. Wie hast du dich informiert über Braunschweig, über die Stadt? Hast du überhaupt schon Zeit gehabt, irgendwas zu sehen, irgendwo spazieren zu gehen? Ja, ich gehe sehr, sehr viel spazieren. Okay. Und es ist eine Stadt, wo man echt gut spazieren gehen kann. Ja. Alle, die hier irgendwie drumherum sind, beantworten mir eigentlich alle Fragen oder empfehlen mir Sachen. Und die Stadt ist sehr sympathisch, vor allem mit den ganzen vielen Restaurants und Cafés, wo ich nur kaum erwarten kann, dass sie aufmachen, weil ich glaube, dann wird sie noch viel sympathischer. Ja, alles klar. Ja, wir haben da schon was in Planung, um Benedikt hier noch ein Restaurant zu zeigen, wo alle balkanstämmigen Spieler eigentlich immer sind, wenn sie hier bei uns sind. Das kommt alles noch, wenn alles wieder offen hat, hoffentlich bald. Gibt es Fragen? Ich frage nochmal. Mich. Ja, okay, ist aber auch. Ich habe so einen Adler, also die Bedeutung von meinem Namen, also die Übersetzung heißt Weißer Adler und das habe ich halt auf meinem Rücken tätowiert und in der Mitte habe ich ein Kreuz, Jesuskreuz, weil ich gläubig bin und da unten habe ich so ein Bibelvers, mein Lieblingsbibelvers. Ja. Okay, was hast du als Tattoo auf dem Rücken? Ich habe kein Tattoo. Okay. Aber wenn, dann wird es gewinnen. Zweite Frage ist, Gavin, wie relaxst du nach einem Spiel heute? Wie relax ich? Auf jeden Fall, das erste Ding, was ich mache nach einem Spiel, ist dehnen. Und dann einfach nach Hause gehen und ausruhen. Ich habe so diese Recovery Sleeves, die nutze ich ein paar Mal am Tag und viel Eis. Den und dann schaue ich das Spiel immer wieder an, die Wiederholung. Ich gucke, ob ich mich verbessern konnte. Und, ja. Kevin, ob du dich im Zweikampf ernsthaft verletzt hast oder ob es okay ist? Heute ist er einmal auf dem Boden gelandet, ein paar Spiele auf dem Boden gelandet in der Situation irgendwie, ne? Aber ja, nee, also nichts Schlimmes passiert, wie normal. Also ein paar blaue Flecken, nicht da auf meinem Rücken, aber es geht schon. Ja. Okay, wie ist es für dich, Gavin, natürlich auch für dich, Benedikt, gegen so wirklich starke Center-Gegner zu spielen? Wächst man da auch so ein bisschen dran? Guckt man sich was ab? Ist das was Besonderes, wenn jetzt so ein Bayern kommt mit so einem Jalen Reynolds zum Beispiel? Oder ist das so wie jeder andere Gegner? Ja, also wenn man gegen so eine Euroleague-Mannschaft spielt, natürlich ist die Motivation ein bisschen höher. Man will schon zeigen, was man, wie man spielt und so. Und heute war es für mich halt ein gutes Spiel. Meine Teammates haben mich gefunden und ich habe das Beste daraus gemacht. Ja, Gavin hat schon einige gute Sachen gesagt. Wie gesagt, das ist ein Euroleague-Team und dieses Jahr ein ziemlich gutes Euroleague-Team. Ja. Das ist, glaube ich, wo wir alle drauf hinarbeiten und hinwollen. Ja. Und dann da zu sehen, wo man steht und was man noch machen muss, um da oben mitzuspielen, ist noch was Gutes. Ja, also Bayern hat 9 Ausländer, wenn ich es richtig gezählt habe, wo immer 3 pausieren können und dann auch noch ein David Krämer gerade verpflichtet noch. Also das ist schon eine starke Nummer. Gibt es noch weitere Fragen?
Ja, habt ihr noch Fragen vielleicht? Ich nehme an, nicht. Okay, Jungs, dann würde ich sagen, ihr ab unter die Dusche. Wir sehen uns in 5 Tagen wieder schon zum Spiel gegen Chemnitz. Dann holen wir uns wieder einen Sieg und bis dahin war ich auch beim Friseur. Es wird Zeit. Macht's gut, Jungs. Vielen Dank. Ciao.